Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und heute ist bei mir eine mega schöne Box eingetroffen. Ihr habt schon im Thumbnail gesehen, ich bin total baff. Ist die nicht wunderschön? Das ist die Barbara Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Barbara Box wird mir in einer Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, damit ich sie hier vorstellen kann. Und ich darf auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Sie kostet zwischen 24,95 und 29,95 pro Monat und erscheint pro Box erscheint alle 2 Monate. Dementsprechend alle 2 Monate kostet sie das. Egal. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu verwirrt. Ich bin total verwirrt, weil ich bin so baff von diesem wunderschönen. Guckt euch das Design mal an. Das ist halt eigentlich total simpel, ne? Weil du hast beige und dann sind da so stilistisch diese Blumen drauf. Aber das sieht so schön aus. Ich finde die wunderschön, so strichmäßig. Wie nennt man dieses? Ich weiß es nicht. Ich finde es voll hübsch. Also definitiv eine Box, die man sich halt auch so aufbewahren kann, ne? Die man auch als Aufbewahrung nutzen kann. Wunderschön. Also das ist eine Box, die ist gefüllt mit dekorativer Kosmetik und mit Schminke, mit Lifestyle-Produkten, mit Food und ein bisschen was zu trinken, so Mischmasch, ne? Und wir gucken gleich mal, was sich jetzt hier diesen Monat hier drin verbirgt, beziehungsweise im April und Mai. Und da das halt die April- und Mai-Box ist, ist sie ein Stück weit auch meine Geburtstagsbox, denn ich habe Ende Mai ja Geburtstag. Und ja, wir haben ein paar Flyer auch mit dabei gehabt von Foodist und dann noch so ein Heftchen. Ich liebe Kirschblüten. Und hier sind einfach Kirschblüten abgebildet, ne? Das ist voll mein Vibe. Ich lieb's. Und dann haben wir hier noch ein Heftchen mit dabei. Kostet normalerweise 4,70 €. Und das ist die Mai-Ausgabe von der Zeitschrift Barbara. Die Box kommt ja auch von Barbara Schöneberger. Und ihr merkt es, ich bin aufgeregt. Ich will wissen, was drin ist. Es ist ein schönes Heftchen. Es ist kein normales Frauenmagazin. Steht vorne drauf. Gibt so Tipps und Tricks für den Alltag. Finde ich ganz nice. So, Box. Der Deckel ist hiermit offiziell entfernt, Leute. Und jetzt gucken wir mal zusammen rein. So, die ist ganz schön schwer, ne? Ich will aber trotzdem mal dran riechen. Ich rieche aber hier nur Pappe und Papier raus. Kommt so kein genauer Duft raus. Okay, wir haben hier das Seidenschleifen, das ich einmal öffne. Und dann öffne ich vorsichtig den Klebi von dem Seidenpapier, weil ich die auch meistens weiterverwenden möchte als Verlosungsboxen halt, ne? Deswegen immer ganz vorsichtig. Genau, und dann sehen wir hier den ersten Blick in die Box. Hauptsächlich sehen wir Krüppelpapier, aber es sieht alles so blau und da ist ein bisschen rosa aus. Und ja, wie gesagt, Heftchen, wo drin steht, was drin ist, dann sind die ganzen Preise abgebildet. Just Bloom ist das Thema, blüh einfach und das passt. Ne? Wenn ich jetzt mit Sammy spazieren gehe, alles blüht, überall sprießt es, die ganzen Wälder werden wieder grün und das ist so toll, das macht mir einfach Spaß. Und ja, hier haben wir das kleine Vorwort, das lese ich kurz mal vor. Diese Barbara Box steht unter dem Motto Just Bloom. So langsam macht sich nämlich der Frühling breit und das bedeutet Winterschlaf ade. Und wie könnte man sich besser auf den Frühling vorbereiten als mit der Barbara Box? Dieses Mal erwarten Sie Produkte, die Haut und Haare beleben. Als kleines Goodie befindet sich ein verspielter Schlüsselanhänger in Ihrer Box. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Auspacken. Barbara Schöneberger. Also man wird hier gesiezt. Das ist halt eher für Frauen und nicht so für Teenager. Also so Anti-Pickel-Produkte haben wir eher weniger. Dafür mehr Anti-Falten-Produkte. Manchmal haben wir hier auch Gutscheincodes auch noch mit drin und so. Und jetzt starten wir hiermit einmal. Das ist eine Leseprobe von Eva Carter zwischen 2 Herzschlägen. Ich mag gerne lesen. Ich lese ja auch super gerne die Bücher von Danny Pelletier. Ich mag aber nicht so gerne Leseproben, muss ich gestehen. Wenn mich der Buchdeckel oder der hinten, ne, der Buchdeckel anspricht, also was über das Buch geschrieben wird, über den Inhalt, dann hole ich mir das Buch und dann lese ich das auch komplett. Eine Leseprobe hilft mir da nicht wirklich tatsächlich, wenn ich ehrlich sein darf. Ja, genau, weil das ist so ein fieses Anfixen. Naja, aber gut, das ist mit dabei. Jetzt aktuell kommt die Sonne so langsam tatsächlich raus. Also jetzt gerade scheint die Sonne auch, man sieht es jetzt wahrscheinlich auch, ne? Das heißt, so langsam werde ich drüber nachdenken, auch wieder meine Hängematte draußen aufzubauen, aufzuhängen. Da haben wir so ein Gestell von Ikea, hat mein Freund mir mal geschenkt. Und dann hängen wir da eine Hängematte rein und dann kann ich da einfach drin liegen und genießen. Und so. Das erste Produkt wird nun endlich gezeigt
Und zwar habe ich hier von Dr. Grandl etwas drin. Das sind die Hyaluron Moisture Flash Ampullen. Feuchtigkeit bis in die Tiefe, 3 Ampullen, a 3 Milliliter. Die sind ganz schön groß, ne? Das ist eben die Sache. Und das finde ich cool. Ich hatte letztens auch welche von Dr. Grandl. Ich glaube, das waren die Winterampullen. Die haben mir auch richtig gut gefallen. Also eine sehr hochwertige Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob man die auch in der Drogerie findet. Also ich wüsste nicht, wo es die jetzt konkret zu kaufen gäbe. Wirkstoffkonzentrat mit Mikrohyaluron für einen sofortigen Feuchtigkeitskick bis in die Tiefe. Verfeinert und sorgt für einen strahlenden Teint. Und das kann ich echt, beziehungsweise meine Haut kann sehr gut gebrauchen. Das finde ich nice, ne? Solche Ampullen, die kannst du dir komplett aufgeben, die kannst du dir aber auch auf 2-3 Tage aufteilen, ne? Da gibt es auch extra zum Beispiel von Dalton so Ampullensprüher, die kannst du dann draufsetzen, dann kannst du das sprühen, wenn es passt, das weiß ich jetzt bei denen nicht unbedingt, kann ich aber nur empfehlen. So, von Zukin haben wir etwas drin, Purely Ageless Rejuvenating Day Cream, parabenfrei, 20 Milliliter sind hier drin, haben wir immer mal wieder auch in der Barbara Box mit dabei, diese Marke. Sehr, sehr hochpreisig, sehr, sehr grün von den Inhaltsstoffen her. Und ich glaube, die sind auch vegan und cruelty-free und sowas. Alles ist immer ganz nice, ne? Deswegen, also eine Tagescreme. Wenn man eine Box so im Abo hat, dann braucht man sich eigentlich keine Sorgen mehr über Tagescremes oder sowas machen. Oder über Handcremes oder so. Die haben wir in regelmäßigen Abständen immer mal wieder drin. Genau, und deswegen ganz praktisch, jo. Ich weiß jetzt nicht genau, was die machen wird und da ich aktuell welche in Anwendung habe, lasse ich die auch erstmal tatsächlich zu. Dann habe ich hier diesen angekündigten Schlüsselanhänger drin und wow, der ist krass, ne? Ich weiß nicht, ob ich den schön finde, wenn ich ehrlich sein darf. Okay, das ist der Schlüsselanhänger. Er ist gold und dann sind da so Blumen drauf. Ich finde ihn sehr, sehr groß. Ich bin kein Fan von großen Schlüsselanhängern an meinem Schlüsselbund. Ich glaube, der ist mir zu. Hinten drauf ist es halt ein bisschen auch so glitzernd. Das ist eigentlich ganz schön. Aber ich mag das Muster nicht so gerne. Also ich werde mir den wahrscheinlich eher nicht so an meinen Schlüsselbund dran machen, wenn ich ehrlich sein darf. Ich meine, damit verlierst du deinen Schlüssel nicht, ne? Das steht außer Frage, weil der ist echt ein klobiges Teil. Aber umhauen tut er mich jetzt nun nicht. So, ich buddel weiter, dass ich hier mehr was finde. Wow, okay, hier habe ich jetzt ein großes Produkt. Und zwar 4711, echt kölnisch Wasser, Original Eau de Cologne, Natural Spray Vaporisateur, Floral Collection Rose. Das schreit meinen Namen. Ich habe von 4711 noch nie irgendwie ein Parfum gehabt und ich habe es auch immer irgendwie in Verbindung gebracht mit, bin ich noch zu jung für, wenn ich das einfach mal so sagen darf. Ich bin jetzt aber einfach mal gespannt und ich werde es mal ausprobieren. Das wird auch auf jeden Fall in meinen Fullface Beauty Boxen mit reinkommen. Ich habe zwar jetzt einen Duft schon drauf, aber das ist nicht schlimm. Kann ich das jetzt quasi on top geben? Das ist schon mal eine Flasche, ne? Es sieht schon ziemlich fancy aus. Ich weiß nicht. Ja gut, wir probieren das mal aus. Ich weiß nicht, warum ich das so in Verbindung mit Mutter, Großeltern oder sonst irgendwem bringe. Weil ganz ehrlich, weder meine Mutter noch meine Oma hat sowas jemals bei sich stehen gehabt, glaube ich. Ne? Ich nehme jetzt aber mal so ein Tuch, wo ich das drauf sprühe, weil ich, wie gesagt, jetzt eben ein Parfum aufgelegt habe, was sehr, sehr intensiv ist. Sprühe ich das hier mal rein. Oh, das riecht aber sehr, sehr schön rosig. Sehr angenehm. Also für mich wäre das schon was, ne? Doch, das kann ich mir vorstellen. Das finde ich cool. Muss ich gleich noch ein paar Mal mehr an dem Tüchlein riechen, ne? Weil Kopf- und Herznote und so und Basisnote und Rampampam. Du hast entweder Magnolie oder Rose drin. Okay, und ich bin froh, dass ich Rose drin habe. Wobei Magnolie fände ich auch cool. Okay, aber schön finde ich den Flakon. Auch wenn er ein bisschen altbacken aussieht. Aber irgendwie finde ich es geil, wenn ich ehrlich sein darf. Den Duft mag ich. Das ist so, hat was Frisches, Rosiges. Ja, so ein bisschen, weiß ich nicht, auch wie frisch gewaschene Wäsche für mich riecht es. Ne? Das riecht schon angenehm, definitiv. So, weiter geht die wilde Reise. Ach was. Also mit solchen Produkten rechne ich persönlich eher weniger in der Barbara-Box, weil die halt eher so für die erwachsene Frau ausgelegt sind und nicht so für die jugendliche Frau. Aber man muss auch sagen, dass die erwachsene Frau sich auch
vielleicht mal die Xylitol anschaut, ne? Und dann Bock auf New Shampoos hat. Ich weiß es nicht, aber das hätte ich zum Beispiel eher in der Pinkbox erwartet. Finde ich aber cool, denn ich persönlich als erwachsene Frau mit 31 Jahren, bald 32 Jahren, mag das. Ich feiere das hart, dass es drin ist. Catch your summer wave. Travel with new floral breeze Spülung für normales und trockenes Haar mit Camellia Saatenöl. Camellia Seed Oil, keine Ahnung, aber das finde ich cool. Ich glaube, das ist eine neue Variante. Haben wir hier auch das Shampoo davon drin? Oft hast du, wenn du diese New Sachen drin hast, Shampoo und Spülung. Ja, geil! Ich feiere das. Ich mag die Xylitol, die Julia, total gerne. Die hat ja ihre eigene Marke New und bringt da halt immer mal wieder auch diese Shampoos und Spülungen raus und die vertrage ich halt, ne? Boah, riecht das angenehm. Sehr sanft. Blumig. Oh, das riecht angenehm. Sehr, sehr angenehm. Tauche mit der New Floral Breeze Spülung direkt in den Sommer ein. Die blumig duftende Pflege mit Camellia Seed Oil bewahrt die natürliche Feuchtigkeitsbalance deiner Sommermähne. So steht deinem unvergesslichen Sommer nichts mehr im Weg. Das finde ich geil. Das finde ich richtig geil, dass wir das hier drin haben. Beides Full Sizes, ne? Kann man sich nicht beschweren. Hübsche Verpackung und ja, mag ich richtig gerne. Ist top. Mega. Okay, dann haben wir... Okay, vielleicht gönne ich mir den wirklich mal. Hula Hoop, das ist jetzt einfach witzig zur Zeit, ne? Denn ich habe mir auch einen Hula Hoop-Reifen geholt und das ist voll im Hype. Das waren rein Leute. Eierlikör, lecker, locker, luftig. Vielleicht gönne ich mir den heute Abend einfach mal. Es ist Samstag, es ist Wochenende. Claudia und Eierlikör, vielleicht über ein bisschen Vanilleeis, so als Alibi, man weiß es nicht. Aber das finde ich schon witzig. Ja, manchmal haben wir hier einfach mal ein bisschen Schluck drin, ne? Wie gesagt, erwachsene Frau und so. Finde ich geil. Und dann hast du hier so ein 70er Jahre Mädel drauf, ne? Das ist so geil. Ich liebe diese alten Werbungsgeschichten. 100 Milliliter sind hier drin. Eigentlich trinke ich keinen Alkohol, aber Corona made me do it. So, dann habe ich hier etwas drin von Freiöl. Freiöl ist eine ganz, ganz tolle Marke. Anti-Pollution, Detox-Effekt, Reinigungsöl und Maske. Cleansing Oil and Mask. Feuchtigkeit und Beruhigung aller Hauttypen und sensible Haut. Okay. Magnolienextrakt, Chiasamenöl, Mandelöl und Jojobaöl ist hier drin. Und Freiöl hat halt echt tolle Produkte, die jetzt auch viele Freundinnen so von mir zum Beispiel während der Schwangerschaft oder nach der Schwangerschaft oder so verwendet haben. Ne? So für gegen Dehnungsstreifen und so. Ich selber habe ja auch ohne schwanger jemals gewesen zu sein, Dehnungsstreifen, aufgrund von Wachstum. Ich weiß jetzt nicht, machst du dir das auf den Körper oder ins Gesicht? Weil wenn es eine Maske ist, eine Körpermaske kann ich mir echt schlecht vorstellen. Bin ich ja ehrlich, ne? Finde ich aufregend. Gesichtsreiniger, ne, entfernt 94% mehr Feinstaub. Das ist fürs Gesicht, wie geil. Also ich bin ja aktuell eigentlich eher so ein Fan von diesen Reinigungsbalsamen, Balms, weil ich das irgendwie angenehmer bisher fand. Aber wenn das hier wirklich ein Produkt ist, den man als Gesichtsreinigung nehmen kann und der nicht, und zwar wirklich nicht, ölig wird, müssen wir mal gucken. Genau. Das ist auf jeden Fall, jetzt habe ich es wieder zusammengebastelt, ne? Cool, wirklich cool. So, wie geht's weiter hier? Das ist Fluramare. Face Serum, Gesichtsserum, Perfect Skin, beruhigend, ausgleichend, reparierend, 50 Milliliter. Fluramare kann man ja kaufen bei Asam Beauty. Und die haben ja immer diese riesengroßen Verpackungen. Ich lasse das jetzt hier auch erstmal drin, weil ich noch sehr viele Serien hier habe, die ich aktuell in Anwendung habe. Dieses Serum eignet sich optimal zum Ausgleich und Beruhigung der gestressten Haut. Das könnte ich aber jetzt dann doch gebrauchen. Ein pflanzlicher Wirkstoffkomplex bringt irritierte Haut wieder ins Gleichgewicht und hilft, Rötungen und Irritationen zu mindern. Der enthaltene Goldalgenextrakt kann die Haut in ihrer natürlichen Schutzfunktion unterstützen und ihre Widerstandskraft gegen schädliche Umwelteinflüsse wie Kälte und Sonne verbessern. Moment, ich glaube, das Parfum geht hier gerade auch ein bisschen steil, ne? Ja, angenehm steil, aber da hier echt gerade eine trockene Luft ist, geht die Party ab. Gleichzeitig wird die sonnenstrapazierte Haut in ihrer Regeneration unterstützt. Läuft. Es treibt mir die Tränen in die Augen so gern, also so sehr freue ich mich darüber. Nein. Also ich freue mich da wirklich drüber. So ein Serum ist nie weg. Wir haben ein Gesichtscreme, Gesichtsserum. Was für die Haare ist doch mega geil. Was jetzt natürlich noch fehlt, ist das Lifestyle-Produkt.
Und das finde ich jetzt ein bisschen witzig, aber finde ich irgendwie auch nice. Und zwar haben wir hier Stabilo. Ja, 6 verschiedene Stifte. Das ist nett, das kann ich gebrauchen. Ich schreibe viel mit solchen Filzstiften, auch in mein YouTube-Buch zum Beispiel und so, ne, wenn ich dann was plane. Und das mache ich halt auch gerne in bunt. Hat man hier Stifte mit dabei? Die sind nie weg. Das kannst du gut gebrauchen. Es ist alles auch voll mein Ding, weil es ist alles so blumiger Duft. Und wir haben dieses sanfte, weiche, weibliche. Also für mich ist diese Just Bloom Box echt herrlich. Ich habe nochmal geguckt, weil manchmal vergesse ich auch mal Dinge, die ein bisschen klein sind und durchgerutscht sind. Ich bin von dieser Box wirklich sehr, sehr positiv begeistert. Ich habe da richtig Bock drauf, die Produkte auszuprobieren. Und ja, denkt auf jeden Fall dran. Es gibt in diesem Video eine Box zu gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!